Plattformer und unser Ausgangsgedanke war, Musik als Kunst zu betrachten. In unserem heutigen Alltag ist Musik häufig etwas, was im Hintergrund läuft, als Ablenkung vom Alltag, was aber selten wirklich genossen wird und im Fokus unserer Aufmerksamkeit steht. Vor allem, wenn wir jetzt auch noch nicht Konzerte besuchen können wegen Corona und gleichzeitig andere Entertainment-Angebote wie Filme und Streaming-Dienste unsere Aufmerksamkeit fordern, tritt Musik als Kunst, die wir wirklich wertschätzen, immer weiter in den Hintergrund. Wir haben einen Weg gesucht, das zu ändern und ja, Musik besser erkunden zu können und somit schätzen zu lernen. Unsere Lösung dafür ist ein Spiel gewesen. Wir haben ein Plattformspiel programmiert, bei dem die Items einzelnen Teilen der Musik entsprechen und somit der Aufbau von Musik spielerisch erkundet werden kann. Und dabei kamen verschiedene Daten und Technologien zum Einsatz, natürlich. Wir sind bei JungTech. Als Programmiersprache haben wir Python verwendet, weil die uns allen am geläufigsten war und wir damit relativ schnell und einfach arbeiten können. Dazu, um auch noch schneller zu sein, gibt es Libraries. Also das sind solche Erweiterungen, die uns jetzt ermöglichen, ein Spiel zu machen, ohne von Grund auf anzufangen. Also wir müssen nicht sagen, zeichne hier einen Pixel, zeichne da einen Pixel und mach, dass es geht, sondern wir haben schon ein Grundgerüst gegeben. Das war Pygame für uns. Außerdem haben wir das Python Library Synthesizer verwendet, was Töne generieren kann. Dem können wir sagen, spiele jetzt einen Ton von der Frequenz auf die Länge und dann geschieht das. Das hat es deutlich einfacher gemacht. Noch einfacher wurde es auch dadurch, dass wir eine Vorlage verwenden konnten. Und zwar gibt es ein Spiel von Luca Xiang, was öffentlich ist, also auf GitHub veröffentlicht ist unter einer Lizenz, die uns erlaubt, darauf aufzubauen, das zu verbessern. Und die war die Grundlage für uns und hat uns erstmal das Spiel möglich gemacht. Dann wurde für dieses Spiel selber, als auch noch für unsere Erweiterung, Kunst verwendet, also Bildchen von Open Game Art. Da sind hier die beiden Links angezeigt, denn wir können das zwar frei verwenden, müssen aber trotzdem sagen, woher wir das haben. Genau, also beim Spiel selbst handelt es sich um einen einfachen Plattformer, so wie Mario Bros. Wer kennt das nicht? Und dabei haben wir uns eben gedacht, dass wir genauso wie in anderen Plattformen eben rumspringen können. Wir haben ja diesen kleinen Frosch als Spieler. Und dabei müssen wir aber verschiedene Items einsammeln, also Gegenstände. Und diese Gegenstände sind, wie ihr seht, diese Töne. Und diese Töne kann man eben einsammeln, was bewirkt, dass sich die Musik zusammenbaut aus verschiedenen Bestandteilen. Also man sammelt dabei verschiedene Töne ein, die dann regelmäßig im Takt gespielt werden. Also sammelt man jetzt zum Beispiel diesen gelben Ton ein oder diese beiden gelben Achtel da. Dann wird immer auf das erste Viertel ein Ton gespielt. Momentan ist es noch relativ einfach, also eine Sinuskurve. Und dann wird das im Prinzip wiederholt. Und bei den nächsten Items wird dann im Prinzip der Takt vervollständigt, weil dann der nächste Ton dann auf dem zweiten Schlag im Takt spielt. Genau, und so muss man im Prinzip so sich selbst diese Musik zusammenbauen und es entsteht quasi was Individuelles daraus und man kann die einzelnen Bestandteile der Musik besser beobachten und untersuchen und lernen, wie komplex doch Musik ist. Ja. Dabei sind wir natürlich noch lange nicht fertig. Man kann so ein Projekt immer weiter entwickeln. Es gibt nie ein Ende. Wir hatten am Anfang noch vor, autogenerierte Level zu haben mit zufälligen Sounds, sodass man tatsächlich auch Musik individuell und einzigartig zusammenstellen kann aus verschiedenen Items. Also wenn man verschiedene Töne einsammelt, dann bilden sich verschiedene Musikrichtungen daraus oder Klänge. Man kann außerdem auch noch mehr Items einbauen mit verschiedenen Auswirkungen, zum Beispiel, dass das Tempo der Musik langsamer wird oder schneller. Man kann noch Hindernisse einbauen, unterschiedlichere Sounds, also dass man zum Beispiel verschiedene Instrumente nachbildet, dass man den Rhythmus noch differenzierter gestaltet oder noch ein paar Klangfarben dann im Synthesizer einbaut.
Und man kann natürlich auch noch schnickere Animationen und Grafik einbauen. Das sind jetzt alles 32x32 Pixel, das lässt sich noch erweitern deutlich. Aber es ist der erste Schritt. Und wenn man dann jetzt noch weiterentwickelt, dann könnte man sogar irgendwann dann zu dem Piep-Plattformer dann Beat-Plattformer sagen. Ja. Ja, das ist ein schönes Wortspiel. Genau, wir wollen noch Danke sagen, zum einen für an diejenigen, die diese freien Tools und diese Software bereitstellen und sicherstellen, dass die weiterentwickelt wird und nutzbar bleibt. Denn das hat für uns eine große Grundlage dargestellt, auch wenn Projekte Open Source lizenziert sind, das heißt so veröffentlicht sind, dass andere auf dem Quellcode aufbauen dürfen, hilft uns das auch sehr, produktiver zu sein. Also vielen Dank an die Leute, die sich darum kümmern und das verbreiten, diese Idee. Außerdem auch noch vielen Dank an die für die Unterstützung an die MentorInnen und auch an die Orga-Gruppe, die dieses Event an diesem Wochenende möglich gemacht hat. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören.